Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlenerds. Yo, heute gibt's wieder einen neuen Vlog und wie ihr sehen könnt, ich bin noch nicht im Krankenhaus, sondern noch hier zu Hause. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe nämlich meiner Frau erstmal, hier habe ich einfach überbackene Pommes drin, das ist jetzt nicht unbedingt für meine Frau, kann sie auch was haben, wenn sie möchte. Ich habe meiner Frau nämlich erstmal Milchschnitte aus dem Rewe geholt noch und jetzt gehe ich hier rein ins Krankenhaus einmal zu ihr und dann will ich mal gucken, ob sie da sich drüber freut über die Milchschnitte. Und dann erstmal gucken, was es so Neues gibt. Meld mich dann gleich nochmal wieder, wenn es dann was Neues gibt. Und dann werde ich auch das Gimbal drauf haben, weil sorry, jetzt habe ich das Gimbal jetzt noch nicht drauf, weil das noch hinten im Rucksack drin ist. Bis gleich. So, die Frau hat sich auf jeden Fall gefreut über die Milchschnitte. Mittlerweile haben wir 15.56 Uhr. Ich habe jetzt ein bisschen, wir waren jetzt ein bisschen da. Dann habe ich sie eben ein bisschen mit dem Rollstuhl rumschubsen dürfen. Sind wir einmal kurz raus. Ich kann euch ja gleich mal zeigen, bis wohin wir gegangen sind. Wir sind quasi einfach hier aus dem Krankenhaus einfach raus und dann ein bisschen rechts davor oben auf die Dings. Und Bude! Da ist jetzt eine neue Mutti aufs Zimmer gekommen. Also da ist quasi, manche Mütter gehen weg, manche Mütter kommen neu. Und das ist aber eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, finde ich, weil so lernt man immer mal neue Persönlichkeiten kennen. Die einen haben dann vielleicht schon Familie, die anderen halt eben noch nicht. Und dann kann man dann vielleicht auch mal da so ein bisschen den einen oder anderen kennenlernen und so. Und man begleitet sich so ein bisschen gegenseitig und freut sich füreinander und so. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ja. So, und genau, dann haben wir heute... wir haben noch eine neue Diagnose bekommen. Gestern Abend, gestern kam die neue Diagnose, weil sie hat eine Entzündung im Körper. Ich war ja gestern nicht hier, weil gestern die Solaranlage gesetzt wurde und der Speicher gesetzt wurde und das Ganze alles eingerichtet wurde. War gestern noch der Techniker da. Der Techniker war da, dann waren noch die Stadtwerke waren noch da. Sorry, wegen dem Wind. Techniker war da, Stadtwerke waren da. So, sorry, der war jetzt gerade ein bisschen zu viel Wind. Erstens war ein bisschen zu viel Wind und zweitens, ich habe mich eben hier hingesetzt und dann waren ein paar Leute da. Ein paar Kids, die waren hier, die haben halt gesehen, der hat ein YouTuber-Cap und macht gerade ein Video. Und dann habe ich halt mich dazu entschieden, doch mal eben ganz kurz das Video zu beenden und erstmal mit denen zu quatschen, weil ich verstehe das ja auch, wenn man halt mal so einen YouTuber sieht, das ist halt nicht so alltäglich und dann will man auch mal fragen. Ich glaube, das ging mir vorher nicht anders und von daher, habe ich jetzt kurz erst mit denen gequatscht und jetzt kann ich euch noch weiter erzählen, was eben passiert ist. Also, zu Hause, wie gesagt, waren drei Firmen waren insgesamt da. Einmal war halt der Elektriker da, der halt noch den Schrank fertig montiert hat und die Kabel verlegt hat. Dann waren die Stadtwerke da, die haben halt einen neuen Zähler eingebaut und die Firma Sames war halt auch noch da, also der Jojo von der Firma Sames, der dann halt mal die ganze Anlage, der das alles nochmal überprüft hat und der mir halt auch beim Anmelden der Anlage und sowas noch geholfen hat, weil das ist halt noch so ein bisschen Papierkram zu machen, wenn die Anlage einmal fertiggestellt ist. Und das haben wir einmal noch gemacht. Und genau, was meine Frau betrifft, da gibt es halt auch jetzt was Neues, weil sie hat eine Entzündung im Körper. Das ist jetzt seit gestern, weil deswegen war ich ja gestern, wie gesagt, nicht zu Hause, nicht hier im Krankenhaus. Und diese Entzündung im Körper ist prinzipiell eigentlich gar nicht so was Schlimmes unbedingt, sondern sie kriegt jetzt halt einfach eine Antibiose und dadurch geht das halt einfach aus dem Körper raus. Ist auch gut, dass das jetzt rausgekommen ist und nicht erst später, wenn der Kleine dann schon auf dem Weg gewesen wäre, weil sonst hätte diese Entzündung quasi auf den Kleinen übergehen können. Und das wäre halt für das Baby echt nicht so gut gewesen. Und so ist es halt echt ein bisschen besser. Und deswegen ist es halt so alles safe. CTG, also die Werte sehen mittlerweile halt auch absolut stabil aus. Alles in Ordnung eigentlich. Die Wehen sind jetzt auch gar nicht mehr so hoch gekommen. Also die sind jetzt eigentlich eher wieder etwas niedriger. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, weil jetzt halt eben durch die Antibiose die Entzündung aus dem Körper rausgeht. Und vielleicht deswegen die Wehen jetzt halt ein bisschen nachlassen. Ich meine, so rein logisch gesehen kann ich mir das halt auch vorstellen, dass der Körper hat vielleicht gemerkt, okay, da ist eine Entzündung im Körper,
Also leite ich vielleicht lieber mal die Wehen ein, bevor das Kind etwas von dieser Entzündung halt abbekommt sozusagen. Halt zum Schutz des Kindes hat der Körper vielleicht ein bisschen dann schon früher reagiert, um das Kind halt sozusagen, na, mach dich mal lieber aus diesem Körper raus, der jetzt hier gerade nicht so, also ich weiß nicht, ob das rein medizinisch gesehen irgendeinen Sinn hat, was ich gerade sage, aber so stelle ich mir das halt gerade ein Stück weit vor. Deswegen kann ich mir halt echt vorstellen, dass wenn jetzt die Antibiose komplett wirkt, dass dann halt auch die Venentätigkeit wieder ein bisschen runtergeht und wir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit haben, bis der Kleine kommt. Würde ich auf jeden Fall cool finden, weil ja, jeder Tag in Mamas Bauch ist ein wichtiger Tag. Das habe ich mittlerweile, das ist mein Abendgebet. Von daher, jo. Genau. Solaranlage läuft jetzt mittlerweile halt auch schon. Wir können, ich habe hier so eine App auch auf dem Handy, da kann ich halt sowohl auf die Solaranlage als auch auf den Solar Edge Wechselrichter kann ich drauf gucken. Also einmal auf die Batterie von Sonnen kann ich gucken und halt auf den Solar Edge Wechselrichter. Und das ist halt echt mega cool, sich da die Daten anzugucken. Ich habe jetzt heute dann zum Beispiel gesehen, dass wir so und so viel Kilowatt oben auf dem Dach produzieren, so und so viel. Also ich habe immer so einen Verbrauch zu Hause von 0,3, 0,4 Kilowatt. Auch wenn halt alles aus ist, in Anführungszeichen. Der Kühlschrank ist ja trotzdem noch an. Dann habe ich meine Server unten, also die NAS-Server, die immer am Laufen sind. Dann habe ich ja, die ganzen WLAN-Geschichten etc. Das zieht ja immer mal so ein bisschen Strom. Und ich sag mal, so eine Grundlast von 0,3, 0,4 ist also für mich, für so jemanden, der wie ich sehr, sehr, sehr viel Strom verbraucht, finde ich echt in Ordnung. Und heute habe ich das erste Mal auf dieser Anzeige dann auch halt direkt gesehen, wie quasi der Strom produziert wird, dann halt diese Grundlast verbraucht wird aus dem Akku und wie aus dem Akku ins Netz quasi gespeist wurde. Da steht da unten immer so und so viel bla 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 wird eingespeist und durch die Einspeisevergütung, die wir dann quasi ja bekommen, habe ich dann sozusagen heute, jetzt während ich hier im Krankenhaus bin, zu Hause in Anführungszeichen Geld verdient. Und das finde ich echt mega cool. So kann man quasi seinen Strom selber produzieren, kostenlos nutzen und auch noch ein bisschen Geld damit verdienen, von dem, was man überschüssig halt eben ans Netz dann abgibt. Also finde ich eine richtig coole Sache, weil so wie vorher, hunderte von Euro an Strom zu zahlen, das will ich nie wieder haben. Also es war echt, glaube ich, die beste Investition, die ich hatte, die ich jemals gemacht habe. Und in 10 Jahren ist der Darlehen abbezahlt. Und ich zahle für den Darlehen im Übrigen auch weniger als für vorher meine Stromkosten. Von daher, also ich glaube, das war echt die beste Entscheidung. Und jeder, der ein Haus hat, also ich kann niemanden verstehen, der ein Haus hat und diese Entscheidung nicht trifft. Kann ich nicht verstehen. Deswegen, mehr dazu gibt es natürlich auf dem Hauptkanal. Das Video wird in den nächsten Tagen, eventuell Wochen noch gemacht, je nachdem, wenn ich halt mal ein bisschen Luft habe. Ja, da kommt der Jojo von der Firma Samus auf jeden Fall nochmal vorbei und dann geht es dann da nochmal ins Eingemachte. Und dann habe ich euch auch ein bisschen Videomaterial schon aufgenommen, wie dann die Anlage platziert wurde, wie der Akku hingebaut wurde. Dann schauen wir uns das System nochmal an, die Grafik und. Ja. Genau, das war's dann auch schon wieder mit diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, wenn ja, einfach ein bisschen in die Kommentare reinschreiben. Däumchen nach oben und den Kanal natürlich abonnieren. Und natürlich auch den Hauptkanal Schimmer Media HD nicht vergessen zu abonnieren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.